sein. Ich entschuldige mich, aber ich muss euch leider ein andermal helfen. Peter aus dem Norden. Ach, er ist der, der die Biester gefangen hält, den der Schattenrüde gerade erwähnt hatte. Können wir noch eine Gesinnung erkennen? Kurz werfen, aber wird wahrscheinlich böse sein. Nur weiter, Freunde. Hier gibt's nichts zu sehen. Nur einen einfachen Waldbewohner, der ein bisschen die Höhle erforscht. Mit zwei aggressiven Weibern im Rücken, ist klar. Fragen wir ihn mal nach unangenehmen Gestalten, also den Eisenthron. Räuber, warum solltet ihr nach Räubern suchen? Nicht, dass ich welche gesehen hätte. War ganz schön ruhig hier in dieser Gegend. Nur meine Lindwürmer und ich. Ich meine natürlich nur diese Lindwürmer und ich. Aha. Überhaupt nichts Ungewöhnliches. Worauf wollt ihr hinaus? Kommt es euch nicht selber komisch vor, was ihr da macht? Och, eigentlich nicht. Für einen Waldbewohner ist es nicht ungewöhnlich, den Schutz natürlicher Höhlen zu suchen und... Ach, fahrt zur Hölle. Euren Fragen entnehme ich, dass ihr mich des Lügens verdächtigt und ich bin des Vorstellens müde. Nein, ich bin kein einfacher Waldbewohner. Ich richte diese Tiere ab, um sie als Wachen einzusetzen. Und da ihr mich jetzt beim Training unterbrochen habt, werde ich sie nie für die Mine bereit machen können. Ah, er arbeitet also mit dem Eisenthron zusammen. Eure Anwesenheit macht sie unruhig. Jetzt werden sie tagelang nicht zu bändigen sein. Vielleicht kann ich sie ja mit Fleisch besänftigen. Eurem Fleisch. Ja, aber gut. Dieser Peter aus dem Norden arbeitet wohl für den Eisenthron. Da ist es anzunehmen, dass der andere vielleicht auch für den Eisenthron gearbeitet hat. Vielleicht sind wir quasi schon in dem ganzen Lager. Also die umliegenden Gebiete von der Erzmine, wo überall der Eisenthron kleinere Operationen hat, wie hier zum Beispiel die Lindwürmer trainieren. Na gut, machen wir erstmal ihn fertig. Ein Feuerball da in die Ecke müsste noch hinhauen, oder? Kriegt er uns auch? Naja, wenn denn nur die Krieger und die halten das ja aus. So. Bumm. Ja, schön. Der hat ja nichts ausgehalten. Und das sind nur Babys, die halten auch nichts aus. So, nebenbei heilen wir ein bisschen hoch, damit wir später nicht machen müssen. Und immer und dränge dich dann durch und such nach Fallen. Und die Höhlenart kennen wir ja auch schon, ne? Jetzt das dritte oder vierte Mal, dass wir in so einer Höhle sind. Mit genau der gleichen Kiste in der Mitte. Komisch, komisch. Aber in den anderen war wenigstens was drin. Na gut. So, raus hier. Okay, schauen wir weiter. Schön weiter nach Westen. Und irgendwo muss hier ein Mineneingang sein. Er hatte ja gesagt, dass er die Lindwürmer trainiert, um sie in der Mine einzusetzen. Also werden sie nicht allzu weit weg sein. Wow, was ist das? Ist das ein Baum? Ein ganz schön großer Baum. Beziehungsweise nur der Baumstumpf. Mal schauen wir uns mal von vorne an. Die Zivilisation ist fern, Stadtbewohner. Oh, noch ein Druide. Ihr könnt der Gerechtigkeit nicht entkommen, solange ihr euch in Sichtweite eines Schattendruiden befindet. Ja, all jene, die Mitglieder in traditionellen Druidenorden sein wollen, müssen unseren Zorn begegnen. Genau wie alle, die die Natur beschmutzen. Was ist mit dem Eisenthron? Wollt ihr nicht den angreifen? Ich erkenne Jahira unter euch. Zweifellos hat sie euch zu ihrer fantastischen Ansichten bekehrt, in denen Menschen mit der Natur in Harmonie leben. Solche Ansichten zeugen von Schwäche und müssen ausgelöscht werden. Ihr habt euch mit den Feinden der Schattendruiden abgegeben. Und dafür sollt ihr sterben. Und dafür wirst du sterben. Du hast nämlich wieder nur eine Holzkeule. Und wir sind 6 Krieger. Na gut. Der scheint ja ein bisschen mehr auszuhalten. Oder auch nicht. Ja, ein Lederwamst und ein Holzstock. Ach ja. Na, vielleicht ist in seiner Höhle ja was zu finden. Oder seinem Stumpf. Je nachdem. Wenn wir denn in der Lage sind, nacheinander durch die Tür durchzugehen. So.
Schau dich mal um im Moment. Oh, ist ja recht gemütlich hier drin. Ein offenes Feuer. Und sowas will ein Druide sein. Geht ja gar nicht. Ein paar Tränke. Auch wenn wir immer noch nicht rausgefunden haben, wo wir die Tränke verkaufen können. Dafür haben wir... Ja, das werden wir. Wir schicken nur schon mal unsere Jungs nach oben. Jetzt kannst du mit uns reden. Siniats Anhänger sind mir wohl bekannt. Ihr reist mit einer, die Johira genannt wird. Ja, das gleiche wie die anderen auch. Komm, schnell mal unterbrechen. Ich sag, schnell mal unterbrechen. Ja. Kaum die Treppe hoch, schon versteinert. Oder festgehalten. Gut, dass Girogon das Schattenschwert, quasi das Spinnenschwert hat. Das ist echt praktisch bei sowas. Weil die Magieresistenz von unseren Leuten ist noch nicht sehr hoch, durch ihren Level bedingt halt. Aber er kann immer schön draufholzen. So, und du... Segne uns mal, was soll's. Jetzt ist nur die Frage, ob das jetzt das Hauptlager von den Schattendruiden waren oder nur so ein kleiner Absetzer. Das wäre schon schick, wenn wir die endlich alle hinter uns hätten. Und nicht alle naselang aufgehalten werden von denen. Na komm schon. Genau. Und er kommt nicht weg. Guckt sich schon hier einmal um. Hier ist ja nichts Besonderes. Oh, doch, da ist noch was. Da ist noch eine Kiste. Magische Steinchen. Na gut, dann wollen wir wieder runter. Oder auch nicht. Oh, kommt schon. Nacheinander. Wir haben es trainiert. So. Auf dem Tisch liegt auch nichts mehr rum. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass der Eisenthron doch nicht hier ist. Okay, die Höhle mit den... Na komm, ich nehme auch noch mit. Grummeldruiden. So. Die Höhle hat zwar darauf schließen lassen, dass der Eisenthron hier ist, also die Zwergenmine, weil er halt die Weibern trainiert für die. Aber wenn die Schattendruiden so nah dran sind, dann wären die Schattendruiden höchstwahrscheinlich tot. Also wenn der Eisenthron um die Ecke wäre. Die Schattendruiden greifen ja jeden an, der die Natur misshandelt. Und der Eisenthron macht das in riesigem Ausmaße. Aber so viel Platz ist hier nicht mehr. Egal, wir gucken einfach weiter, lassen uns davon nicht beirren. Auch wenn wir jetzt schon eine Woche oder was in dem Mantelwald hier unterwegs sind, in-game, um die zu finden. So, alle schön zusammenbleiben. Aber ich denke mal, den Rest der Karte decke ich im Zeitraffer auf. Also bis gleich. Was haben wir denn hier? Sieht auch ein bisschen druidisch aus. Aber bisher hat sie uns noch nicht angegriffen. Also gucken wir nochmal. Eine Eldos ist böse. Sie ist nicht Eldos. Ich bin Faldorn. Ich suche Freiwillige, die dafür kämpfen, dass dieser Wald ein heiliger Ort bleibt. Böse Menschen haben in der vergeblichen Suche nach Eisen die Waldung mit Qualm und Eisen und Unrat entweiht. Wollt ihr mir beistehen? Ich will diese Männer vom Eisenthron zerstören. Das wollen wir auch, aber wo sind sie? Sicher werden wir euch helfen.
Lasst uns die Leute finden, die unsere Wälder verschandeln. Rasch, sie müssen alsbald bestraft werden. Na schön, sie will auch wieder mit. Das können wir nicht, also muss sie wieder gehen. Also gut, aber vergesst nicht, was ich euch gelehrt habe. Geht mit Zorn gegen all jene vor, die die große Mutter bedrohen. Mutter Erde. Ja, das hast du wohl uns in den 3 Sekunden beigebracht, das ist okay. Aber der Eisenthron war überall hier nicht. Also gucken wir mal kurz in die anderen Gebiete noch. Aber Gerugon hat ein Level Up, das mache ich noch kurz. 90 Lebenspunkte, schick, schick. Ja, Axt zu erhöhen scheint irgendwie nicht besonders viel Sinn zu machen, da wir noch keine einzige Axt gesehen haben. Vielleicht Geschosswaffen? Nee. Nehmen wir die Axt, auch wenn wir noch keine haben. So. Und jetzt schauen wir uns. Hier können wir die Karte nicht verlassen. Super. Na gut, dann mache ich nochmal Zeitraffer und laufe da unten in die Ecke hin.